Hallo Freunde der Glemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe überraschenderweise ein paar Glemmbausteine dabei. War ganz was Neues, gell? Aus dem Hause G-Star, die 89-152, der mittelalterliche Hafen. Sieht cool aus, oder? Denke ich mir, deswegen habe ich ihn gekauft. 2979 Teilchen, aufgeteilt in 8 Bauabschnitte. Dazu eine Tüte mit Minifiguren, eine Tüte mit einem gescheiten LED-Lichtkit und ein paar größere Blades, die einfach separat beigeworfen waren. Originalverpackung habe ich keine. Ich habe es in China gekauft bei Barrier. Link ist unten drunter, ist ein Affiliate-Link. Würde mich freuen, wenn ihr Interesse daran habt, wenn ihr es darüber kauft. Verdiene ich einen Euro dran oder zwei. Kostet euch nichts mehr. Ihr kennt das Prinzip von einem Affiliate-Link. Unabhängig von meinem Link könnt ihr mit dem Codewort Nobby-Barrier 14% sparen. Dann bekommt ihr dieses Set für knapp 68,69 Euro. Ihr könnt noch 50 Cent mehr rausholen. Barrier hat gerade für Neukunden eine 15% Aktion. Kriegt ihr 1% mehr Rabatt. 50 Cent sind 50 Cent. Ich erwähne es nochmal. Ich werde jetzt mal die überflüssigen Bauabschnitte vom Tisch entfernen. Der erste wird groß genug. Dann werfen wir mal einen Blick in die Anleitung. Bevor wir zur Anleitung kommen, ein kurzer Überblick, was ich hier so im ersten Bauabschnitt ausgepackt habe. Wir haben jede Menge große Bricks. Hier so 2x10er in dunkelgrau, 2x10er in hellgrau, 2x10 in weiß, jeweils so 10 bis 12 Stück. Dazu einen ganzen Sack voll 1x4er Mauersteine, sehr cool. Ein paar 6er Bricks, jede Menge größere Blades noch mit dabei. Ja, das ist für den ersten Bauabschnitt schon echt cool. Zur Anleitung. Wir haben hier so ein Zettelchen dabei mit 1:1 Abbildungen von Achsen und diesen Achsen mit Stopper. Benutze ich eigentlich nicht. Es ist dabei. Ich habe hier so ein tolles Teil. Keine Ahnung, wo ich das damals her habe. Irgendwo habe ich das geschenkt bekommen. Brauche ich aber hauptsächlich für Technik, muss ich sagen. Also hier bei normalen Sets habe ich das noch nie benutzt. Aber liegt hier bei der Anleitung dabei. Ach so, Anleitung. Wir haben einen Sack voll Minifigürchen hier dabei. Die baue ich nicht auf. Sie sehen aus, als könnten sie aus Dänemark kommen. Ich blende euch mal ein Foto ein, dass ihr die alle 8 seht. Von der Rückseite brauche ich kein Foto einzublenden, weil sie haben auf der Rückseite keinen Print. Sie tauchen auch mit keinem Wort in dieser Anleitung auf, weil sie liegen mit einer kleinen separaten Anleitung hier dabei. Da hat der Händler die Wahl, die Figuren einfach rauszunehmen und niemand weiß was davon. Sie sind auch hier nirgendwo auf dem Bild zu sehen. Also ich sehe zumindest keine. Auch nicht schlecht. Das Lichtkit, ich kann es hier mal kurz aufmachen. Dann haben wir das auch durch. Wir haben die Batteriebox, da kommen rein 3 AAA Batterien. Für den, den es interessiert, wie gesagt, benutzen tue ich das nicht. Dann haben wir einen USB-Stecker dran. Ich gucke gerade mal, dass man das einigermaßen verlustfrei hier aufkriegt. Habe ich meine Powerbank hier? Ja, habe ich. Ha, das ist ja ganz klasse. Eieiei, wir hatten das hier zusammengeknotet. Diese Kabel sind echt dünn, da muss man aufpassen. Wir haben keinen Connector, das heißt, die werden einfach in Reihe irgendwo hingeklemmt und ich gehe davon aus, dass die Kabellänge so gesteuert haben, dass das da auch hinpasst. Alter, ist das ein Gefuddel. Also, wenn ihr das auspackt, wie gesagt, ihr müsst da ganz vorsichtig sein. Diese Kabel sind wirklich dünn. So. Ja, die sind so angeordnet, dass die wohl passen werden. Das heißt, ich gehe davon aus, es ist auch in der Anleitung erklärt, wo man was hinsteckt. Wir schauen mal kurz, ob es funktioniert. Ich würde sagen, ja. Kann man auch an der Weihnachtsbaumhänger als Lichterkette. Schön. Schön weiß, wirklich hellweiß. Sehr schöne Sache. Jetzt legen wir das ganz vorsichtig weg.
damit wir uns nicht kaputt machen. Habe ich irgendwo so ein Fach übrig? Ja, da. Da kommt das erstmal rein. Dann geht es nicht kaputt. So, das brauchen wir auch nicht. So. So, zur Anleitung. Auch das brauchen wir nicht. Wir haben 2979 Teilchen und haben 155 Bauschritte. Und dann sieht das nachher hoffentlich so aus. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Wenn es anders aussieht, habe ich was falsch gemacht. Das bedeutet aber auch, dass wir stolze 19 Teile ungefähr pro Bauschritt haben. Das ist schon ambitioniert. Ach, da bin ich mal gespannt. Das ist schon ein Wangi-Style. Die Anleitung, große Bilder, vorhergehende Bauschritte werden ausgeblaut, weil grau ist ja alles. Ja, ihr seht, große Bilder, schöne Darstellungen, massig Teile pro Bauschritt. Da geht ordentlich was vorwärts, sehr, sehr cool. Der erste Bauabschnitt ist so groß, weil wir die komplette Basis hier bauen. Das ist die komplette Hafenbasis, auf der alles aufgebaut wird. Deswegen ist die am Anfang so umfangreich. Ich blätter mal kurz durch, ob es noch irgendwas zu zeigen gibt. Ja, ein bisschen kleinteilig manchmal. Sieht man. Cooler Baum. Aber ihr seht überall große Bilder. Schöne Darstellungen. Nicht sehr farbfreudig. Okay. Ja, dusselige Farben habe ich eh keine gesehen. Außer halt, was Deko ist, ist halt ein bisschen bunter. Ja. Ich gehe mal davon aus, das lässt sich gut bauen. Ich habe den ersten Bauabschnitt fertig und wir haben hier die Basis gebaut. Ich habe hier mal zwei Plätze wieder abgemacht, um euch mal zu zeigen, wie das von innen aussieht. Also viel Lücke ist da nicht. Man könnte jetzt sogar noch ein paar wegnehmen. Das würde zu der Stabilität keinerlei Abbruch tun. Wer mag, kann auch die ganzen tollen 2x12er Bricks da rausnehmen und kann irgendwelche quietschbunten kleinen reinsetzen. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr dann die Blades unten so verbindet, dass sie stabil sind. Aber das ist ja kein Thema. Nicht mehr 2x2er, 2x4er Bricks hat jeder in quietschbunt übrig. Und dann könnte man die rein theoretisch austauschen, wer Bedarf an großen Steinen hat. Ich klopfe das jetzt mal wieder drauf. Dazu mache ich kurz den Ton aus. Und dann melde ich mich wieder. So, Dibi. Und so sieht das dann aus, wenn es zusammengebaut ist. Guckt euch mal hier diese Mauersteine rundherum an. Dazu muss ich noch ein, zwei Sachen erwähnen. Bei diesem Set sind keine Ecksteine dabei. Ihr seht das hier. Ich habe überall an den Ecken, bis auf eine Stelle, bis auf hier, da hat das nicht geklappt, habe ich überall Ecksteine dran gesetzt, weil ich einfach finde, dass das Bild dadurch runder aussieht. Hier ging es auch nicht, weil da eine Blade Modified drunter ist. Ab und zu habe ich auch noch einen kleinen Einerstein. Ich habe es weitgehend versucht zu vermeiden. Hier sehe ich gerade, hätte ich auch vermeiden können, hätte ich noch einmal 4 reinsetzen können. Dann hätte ich noch einen Dreier übrig gehabt, weil auch die habe ich ausgetauscht. Sieht man das in der im Video, der 1x3er ist leicht bläulicher. Es sieht aber immer noch besser aus, wie ständig diese weißen Stellen. Kann aber jeder für sich machen. Ich habe es halt gemacht. Ich fand, das sieht so cool aus. Ansonsten wie gesagt, mega stabil, gell? Also ihr kennt das Ding. Das bricht nicht auseinander. Das ist mega stabil. Sehr, sehr cool. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an meine Kobi-Sockel. Bin ich gerade überlegen, wenn ich die auch alle in grauen Mauersteinen statt mit 2x4 Bricks gemacht hätte, sieht das bestimmt auch cool aus. Naja, ich bin noch jung, ich habe noch vor, viele Jahre zu klemmen. Vielleicht ändere ich das irgendwann nochmal. Schön finde ich auch, dass wir ab und zu hier so Treppen haben, die hochgehen. Hier drüben genauso. Und auch hier auf der Rückseite. Das ist schön mit Blade Modifieds gelöst. Finde ich recht cool. Im zweiten Bauabschnitt haben wir jetzt hier lauter Barren und ein paar kleine Fliesen. Und ein bisschen tennfarbenes Zeug da drauf geklickt. Sieht mega cool aus vom Muster. Seht ihr, wie das alles glänzt und glitzert? Die Teilequalität ist wirklich 1A. Typisch G-Star, sehr gute Qualität. Was ein bisschen problematisch ist, was mich aber nicht stört, wir haben einige Barren dabei, die in St. Green sind. So, keine Ahnung, 30, 40 Stück. Es gibt leider keine Teilliste.
Hier drüben sieht man es vielleicht ein bisschen. Die lassen sich in der Anleitung weder in dem Vorschaubild für die Teile noch in dem Baubild, wo man es draufsetzen soll, nicht wirklich von den grauen unterscheiden. Man muss da wirklich genau hingucken, vielleicht ein Foto machen und ranzoomen. Aber im Endeffekt baut es so, wie es euch gefällt. Das ist doch vollkommen wurscht, ob da jetzt ein grauer oder ein Sand Green ist. Ich habe es ein bisschen verteilt, so gemacht, wie ich gedacht habe, dass das so stimmt. Und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, ist aber ein kleiner Makel, muss ich hier auch erwähnen. Ich bin zwei Bauabschnitte weiter. In Bauabschnitt 3 haben wir die Kaimauer um einen Brick erhöht, haben teilweise Brackets dran gemacht und haben da dann diese Torbögen dran befestigt. Die haben matte Viertelfliesen oder viertelrunde Fliesen. Das sieht voll krass aus. Ich finde das echt klasse. Die sind rechts, links und vorne. Hinten sind keine dran. Warum auch? Dann haben wir das Erdgeschoss praktisch von dem Hafengebäude oder von den Hafengebäuden gebaut. Und schau doch mal, wie cool das aussieht. Da ist wieder typisch Mittelalter. Ich finde das richtig cool gemacht. Ab und zu wird mit Blades gearbeitet, ab und zu mit Mauersteinen. Wir kriegen eine gewisse Muster, eine gewisse Struktur in dieses Mauerwerk rein und es sieht richtig cool aus. Da hängen so drei Fischli an der Wand. Und dann das Highlight war das Gebäude, haben wir als letztes gebaut. Dieses weiße Gebäude, paar Fackeln vor der Tür. Ich guck mal, wie ich euch das hier zeigen kann. Eine riesige Tür. Ich habe keine Ahnung, warum die so groß ist. Sie geht auch nur so ein Stückchen auf. Aber egal. Guck, wie das mit den Fackeln aussieht, wie cool dieses Mauerwerk aussieht. Sehr genial. Diese Schindelfliesen hier oben, diese Ninjago-Schilde, sind auch alle matt, wodurch sie eine unheimlich gleichmäßige Farbe haben. Sieht richtig cool aus. Und ein bisschen Innendeko haben wir auch. Nicht wahnsinnig viel. Hier so ein paar Fläschchen. Da sind so zwei Krabben jeweils übereinander, sind also vier Stück insgesamt. Da liegt noch ein toter Fisch. Und hier haben wir so einen Goldsack und auch ein paar Fläschelchen und da so einen gelben Skorpion. Ja. Der Schornstein besteht aus einem großen Element mit so einem Schlitz in der Mitte drin. Der soll eigentlich andersherum sein, aber ich habe den so rum dran gemacht, dann sieht man den Schlitz nur hier oben. Wer möchte, kann auch, hier oben sind Bricks drauf, kann hier einfach graue einmal zwei Bricks nehmen ohne den Schlitz und dann sieht man den Schlitz gar nicht mehr. Nur so als Tipp. Ja. Coole Sache. Was mich jetzt so ein bisschen verwundert ist, ich habe noch vier Bauabschnitte vor mir und eigentlich sieht das Ding schon fast fertig aus. Ich bin echt gespannt. Ich habe jetzt die Gebäude soweit abgeschlossen. Hier vorne links fehlt noch ein kleiner Turm. Ansonsten haben wir das hier jetzt wohl soweit fertig und die Optik ist ein Knaller. Die Stabilität auch, wie ihr seht, ihr könnt das bewegen, wie ihr wollt. Es gibt ein paar Schwächen, kommen wir gleich drauf. Erstmal genießen wir die Optik. Diese blauen Dächer sind die Knaller. Die sind genauso schön, wie sie anstrengend sind. Aber absolut krass. Wunderbar gemacht. Auch hier drüben das Gebäude mit den goldenen Fensterrahmen oder Gittern. Sehr genial. Wunderschön. Ein bisschen Innendeko haben wir auch. Wir haben hier oben ein Bettchen gebaut. Hier drüben haben wir einen Kamin. Unten haben wir ein Fischli auf dem Tisch. Hier haben wir so eine Art Durchgang, finde ich auch ganz interessant. Und hier drüben haben wir so eine Art Kornlager oben, würde ich sagen. Das ist eine Maus. Und unten haben wir so zwei Hummer, ein paar Fische und ein paar Flaschen in der Ecke stehen. Und dieses Dach hier ist ein bisschen problematisch, beziehungsweise das Gebäude, auf dem das Dach angebracht ist. Es hat nämlich hinten keine Querverstrebung. Das heißt, sobald ich von hier oben Druck ausübe, bricht das ganze Ding zusammen. Und dann versuchte man vier Hinge-Bricks auf einer Seite pro Dach da drauf zu drücken, ohne dass es zusammenbricht. Also ich habe es oben rausgenommen, habe das Dach zusammengesetzt und habe es komplett draufgesetzt, mit der Hand ein bisschen drunter gehalten, dass es stabilisiert. Und dann ging das. Und zur Stabilität. Die Dächer an sich sind sehr stabil, gar keine Frage. Ein bisschen problematisch sind diese braunen Abschlüsse hier vorne. Da haben wir zwei verschiedene Systeme. Einmal haben wir hier Hülsen, Technikhülsen, und auf der anderen Seite haben wir hier einmal eins Round Bricks. Bei den Round Bricks war das relativ simpel. Ich habe einfach ein paar Bars reingedrückt.
damit das Ganze etwas stabiler ist. Bei den Hülsen hatte ich leider keine Möglichkeit dazu. Jede dieser Seiten, ich mache mal das eine Dach ab, also das hier drüben fasse ich nicht an. Aber das hier kann ich abmachen, beziehungsweise geht das so. Die hängen nur auf jeweils auf zwei Noppen. Ich versuche mal, dass ihr das seht. Und die Klemmkraft von diesen Noppen ist nicht gerade stabil. Es ist auch nur eine pro Stück, ist ein bisschen schwierig. Dann haben wir das, die eine Sache an dem Dach noch. Hier sollte eigentlich eine blaue Plate rein. Warum auch immer, die sollte hier so drauf, um das hier zu stabilisieren. Ist aber gar nicht notwendig, weil das stabilisiert sich ja hier durch die Konstruktion. Auf der Seite haben wir es ja auch nicht. Wenn man diese Plate anbringt, passt der Winkel auf dem Dach nicht mehr. Das heißt, es steht nicht symmetrisch über. Und mein innerer Monk mag es sehr, sehr symmetrisch. Ich habe dann einfach eine Kobi Base Plate genommen, habe sie drauf gedrückt. Sieht man ja eh nicht, ist ja zu. Aber im Prinzip, wer das nicht hat, kann das auch einfach weglassen. Das Dach hält auch ohne diese Kobi Base Plate, weil auf der anderen Seite ist ja auch nichts. Und jetzt hoffe ich mal, dass es nicht auseinanderbricht. Ja, ihr seht also, wie gesagt, die Klemmkraft in dieser 1x1-Noppe ist mit Butterweich noch zu stabil umschrieben. Das funktioniert, es fällt jetzt nicht ab, wenn man nicht unbedingt was dran macht. So, dann drückt man das da drauf und dann stimmt der Winkel auch. Ich kann es euch hier hinten mal zeigen. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass hier eine Blade wäre, würde das Dach ungefähr so abstehen. Und das hat mir nicht gefallen. So, da wäre jetzt die Blade unten drunter. Von der Dicke her kommt das hin. Ja. Und es hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich da die Baseplate drunter gemacht. Drückt das Dach fest. Und dann ist das gut. Ja, die Spaltmaße kann ich jetzt noch etwas besser zusammendrücken. Aber mit einer Hand etwas schwierig. Ja. Aber die Optik. Sensationell. Ich lasse es nochmal schwenken. Sehr geil. Wunderschönes Set. Bin sehr, sehr begeistert von der Optik. Und wie gesagt, es hält. Also ich sehe, das fällt nichts ab. Aber man darf halt an bestimmten Stellen darf man einfach nicht dagegen kommen. Muss man ganz ehrlich so sagen. Der siebte Bauabschnitt ist abgeschlossen. Ich habe jede Menge Holz gebaut. Jede Menge Holz und ein Türmchen. Wir haben zwei Landungsstege hier gebaut. Sehen echt cool aus. Die ganzen Noppen, die da drauf sind, da kommt noch jede Menge Deko gleich drauf im letzten Bauabschnitt. Da freue ich mich auch schon drauf. Da passiert noch einiges in dem Set. Und wir haben ein Geländer gebaut. Und dieses Geländer besteht aus Cones mit Pistölchen. Oben drin, ja, sieht man recht deutlich, glaube ich. Es sieht echt klasse aus. Ich dachte am Anfang, als ich das in der Bauanleitung gesehen habe, oh, hätte man da nicht C-Clims und hätte lange Bars nehmen können. Und das wäre einfacher zum Bauen gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Optik wäre eine andere gewesen. Das sieht richtig cool aus. Das gefällt mir super. Kein Grund zu meckern. Die haben sich da schon was bei gedacht. Und dann haben wir dieses Türmchen hier noch gebaut. Auch in Weiß, Braun, Dark Tan und Blau. Nichts Weltbewegendes, hat aber Spaß gemacht, das zu bauen. Oben die Schrägen werden mit Hinge-Bricks gelöst, die unheimlich schwer zu drehen sind. Also es ist teilweise so, dass man eher die Blade abreißt, als dass dieser Hinge sich bewegt. Aber man muss es ja nur einmal einstellen und dann ist es gut. Es ist ja kein Spielset. Ich habe die Kamera schon mal umgestellt. Es macht keinen Sinn, euch die Deko in der anderen Kameraperspektive zu zeigen. Deswegen gehen wir so kurz vom Fazit nochmal so durch, was ich jetzt noch gebaut habe im letzten Bauabschnitt. Ihr seht ja, wir haben jede Menge Deko hier vorne dran gemacht. Ein paar Verladestationen für die Schiffe, jede Menge Kisten und Flaschen und Eimer, Fässer. Auf dem Kai oder auf dem Pier, je nachdem wie man das nennt. Wir haben noch ein paar Fische davor gesetzt, ein paar gelbe Moorrüben. Wir haben einen großen Verladekran gebaut für hier, für diese flache Anlegestation. Wir haben zwei Bäumchen gebaut. Das sind so coole Elemente, die kannte ich bisher noch nicht. Das sind wie so kleine Eimerchen. Und wenn man die nicht ganz ineinander steckt, kann man dem Baum eine natürliche Neigung zu irgendeiner Seite verpassen. Fand ich recht cool. Palmblättchen oben dran, die kennt ihr ja auch alle. Und wir haben dieses Segelschiffchen gebaut. Das fand ich cool. Das hat auch Spaß gemacht. Schön Brickbuild, Segel, nicht irgendwelche Tücher gespannt oder so.
Sieht doch cool aus, oder? Das sind so Automotorhauben oder Autodächer. Nett. Fand ich echt nett. Und dann habe ich zu guter Letzt noch Licht eingebaut. Das zeige ich euch auch im Fazit, wie das leuchtet. Ich möchte euch nur mal kurz von der anderen Seite zeigen. Ihr seht gar nicht so viel, oder? Ich habe es einfach so reingesteckt, wie ich mir das dachte, weil es gibt keine Anleitung. Es gibt in der Bauanleitung keine Anleitung, wie man dieses Lichtkit verbaut. Man könnte fast den Eindruck haben, es liegt einfach so dabei. Und so habe ich es einfach, wie ich mir es vorgestellt habe, eben verteilt. Es funktioniert. Ich habe sogar hier vorne den kleinen Turm beleuchtet. Der ist laut Anleitung, wenn ich das sehe, ist der gar nicht beleuchtet. Der ist nämlich dunkel. Bei mir nicht. Es waren noch zwei LEDs übrig, langes Kabel dran. Ich habe auf der Seite angefangen. Es hat sich so ergeben. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Fazit. Und da ist es. Ja, ist ein bisschen blöd, weil ihr kennt es jetzt schon aus der Perspektive. Aber die 89152 von G-Star, der mittelalterliche Hafen. Knapp 3000 Teile, 8 Minifigürchen sind dabei. Ganz einfache Minifigürchen, nur von vorne bedruckt, aber sind dabei, sehen nett aus. Haben allerdings nirgendwo Noppen, wo man sie draufstecken könnte. Außer vielleicht im Schiff. Im Schiff könnt ihr einen platzieren. Ansonsten ist hier keine freie Noppe mehr, wo man das draufstellen könnte, außer hinten in dem Set. Aber das ist ja kein Spielset, das ist eins zum Hinstellen. Unter 70 Euro kostet dieses Set bei Bavia. Link ist unten drunter. Mit Noppi-Bavia bekommt ihr 14% Rabatt, womit ihr dann auf die unter 70 Euro kommt, 68, 69 Euro. Hängt vermutlich auch ein bisschen vom Dollarkurs ab, aber das ist so der Preisrahmen. Lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Teilequalität ist super. Die Fliesen sind okay bis sehr gut. Oder gut bis sehr gut. Nichts zu meckern. Ich habe keine Farbabweichungen. Ich habe leichte Abweichungen in diversen Slopes. Wir haben hier zweimal, also Dachsteine im Prinzip. Zweimal zwei Dachsteine. Und dann haben wir da einmal zwei Dachsteine. Und der ist halt glänzend an der Schräge. Und der 2x2 ist matt. Ist ein Dach drüber, man sieht es nicht. Aber ich erwähne es nur mal, dass ein Herr nicht heißt, der Nuppi hat erzählt, das wäre alles gleich. Nein, ist es nicht. Da gibt es das Problem, haben andere Hersteller auch. Ich kann euch auch nicht sagen, warum die eine Fläche matt ist und die andere glänzend. Außerdem sind diese Dachschindeln, die sind alle allerdings gleich. Die sind matt, die sehen absolut gleichfarbig aus. Sehr geil. Auch diese Rundbögen hier vorne sind unten mit glänzenden, abgerundeten 1x1 Fliesen und oben mit viertelrunden Fliesen gebaut. Die viertelrunden sind matt und die 1x1 sind glänzend. Es fällt hier im Set gar nicht so auf. Coole Sache. Das ganze Set hat allerdings auch Licht. Und da leuchtet es. Fantastisch, oder? Sieht mega cool aus. Ich habe nur mal ein Foto gemacht, wo ich einen Karton dahinter gestellt habe, weil es strahlt nach hinten natürlich weg. Vorzugsweise stellt man es ins Regal an die Wand und dann ist das super. Es gibt keinerlei Anleitung, wie dieses Licht da drin verlegt wird. Ich drehe es mal mit der Powerbank einfach um. Also das Licht hat einen USB-Stecker dran. Es ist auch eine Batteriebox mit dabei. Weil die seht ihr jetzt von der Seite nicht. Ich habe eine Powerbank. Da kommen drei AAA-Batterien rein oder auch Akkus. Habt ihr dasselbe. Ihr seht, das ist richtig hell. Es sind alles hellweiße LEDs. Und ich habe einfach auf der Seite angefangen zu bauen, habe geguckt, wie es ungefähr hingeht. Wir haben große Blades mit LEDs drunter. Die habe ich in die großen Gebäude gesetzt. Dann habe ich kleine LEDs in diesen Durchgang und so weiter. Es hat halt gepasst. Dann hatte ich nachher hier ein längeres Kabel übrig mit zwei 1x1, 1x2 LEDs dran. Also zwei 1x2 Blades mit jeweils einer LED drin hatte ich dann übrig. Alle Räume waren beleuchtet. Dann habe ich es einfach hier vorgelegt in diesen kleinen Turm hier. Der da. Ich finde, das hat sich gelohnt. Wenn man sich die Mühe macht, kann man dieses Kabel auch unten drunter, es ist ja hohl gebaut in der Mitte, also relativ hohl gebaut, man kann das bis zu dem Turm legen, ohne dass man das Kabel sieht. Ich habe mir die Mühe jetzt nicht gemacht. Fantastisch. Ich finde das mega cool. Und das ist ein gescheites Lichtset. Das sind keine irgendwelche
irgendwelchen Kabelchen, wo man eine LED zwischengelötet ist. Das sind richtige Blades, die man festmachen kann, mit LEDs unten drin und einem USB-Stecker dran und keine 3-Knopfzellen-Batteriebox. Braucht kein Mensch. Genial. Einfach nur genial. Messen wir es mal kurz aus, oder? Das haben wir nämlich noch nicht getan. Das Set an sich ist relativ groß. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das sieht man auch. Wir haben eine Gesamtbreite von 54,5. Das braucht ihr also im Regal. Und eine Tiefe, ja, wäre von der anderen Seite besser gewesen, schätze ich jetzt einfach mal, ja, 28. Ich würde sagen 28. Und Höhe an der höchsten Stelle, das wird hier sein, 20,5. Die Gebäude hinten sind relativ schmal. Ich meine, es geht ja um die Optik von vorne. Wir haben hier eine Gebäudetiefe von 7,5 cm mit diesem Vorbau hier von 13,5 cm. Ich muss mich ein wenig korrigieren. Es gibt eine Anleitung zu dem Lichtkit. Ja, ich war nur dusselig gewesen. Ich habe das Video bearbeitet vom Fazit und dann habe ich doch gesehen, dass ich das Ding in die Kamera gehalten habe. Da ist mir der QR-Code aufgefallen. Zum ersten Mal. Fragt mich nicht. Ich habe das Ding neben hingelegt, weil ich ja die Box nicht gebraucht habe und das Kit habe ich in die Schublade geschmissen. Ich habe diesen QR-Code nicht im Blickwinkel gehabt. Mit diesem QR-Code kommt ihr auf eine Seite, wo das Lichtkit beschrieben wird. Die LEDs, also die Blades, sind durchnummeriert. Ihr kriegt gesagt, wo ihr es hinlegen müsst. Alles super. Die zeigen euch auch, wo ihr die Kabel durchführt, dass die eben nicht so wild rumhängen wie bei mir hier hinten. Alles klasse. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisiere, ist, sie legen am Ende die zwei 2x2 Blades, 1x2 Blades, ich krieg's nochmal hin mit den blöden Blades, das Kabel wird einfach unermesslich durchgelegt, geht dann hier neben hoch und in den Turm. Das kann man locker entweder in die Konstruktion von der Basis einbauen oder man kann es unter diese Barren setzen, die den Weg hier darstellen. Das muss man nicht sehen, das muss man nicht unermesslich rumlegen. Ansonsten muss ich allerdings auch sagen, dass ich alle LEDs so verbaut habe, wie das vorgesehen ist. Auch für den Turm, obwohl der in der Anleitung gar nicht leuchtet und es einfach nur eine Idee von mir war. Ich dachte, ich hätte was Tolles rausgefunden. Nein, es ist so geplant. Ist einfach so. Ich bin trotzdem zufrieden. Ich habe mich korrigiert. Also, Anleitung ist dabei. Ihr müsst euch das nicht selbst ausdenken. Zu dem Set, abgesehen davon der Anleitung vom Licht, die super ist, ist auch die normale Anleitung wirklich klasse. Es gibt keinerlei Probleme, irgendwas zu bauen oder nicht, was nicht dargestellt ist. Die zeigen uns das Set zwar immer nur aus einer Perspektive, aber wenn irgendwas ist, was man nicht richtig sieht, wie zum Beispiel bei dem Turm, wie die Fliesen hinten angebracht werden, dann gibt es ein kleines Seitenbild, wo wir dann gezeigt bekommen, wie es von hinten aussieht. Prima Sache. Keine Schwierigkeiten. Die Teilequalität ist durchweg gut. Die Fliesen sind jetzt nicht höchstes Lego-Niveau, aber sie sind gut. Da sind jetzt keine größeren Scharten drauf oder diese abgeschliffenen Ecken, wie ihr so kennt. Qualität ist top. Klemmkraft ist auch gut, bis sehr gut. Das Einzige, was nicht richtig funktioniert oder was etwas labil ist, sind diese Roundbricks und die Technikhülsen, die den Dachabfluss da formen. Das könnte man ganz einfach, wenn ihr Teile zu Hause habt. Ihr braucht einmal zwei Reverse Slopes, die einmal draufgeklemmt, dass diese Noppe, mit der das am Dach festgemacht ist, einfach noch einen zweiten Ankerpunkt hat. Und dann ist das auch erledigt. Ich habe leider keine da, sonst hätte sie dran gemacht. Wer es unbedingt möchte. Ansonsten lasst einfach die Finger von diesen Dingern, wenn ihr es fertig gebaut habt. Geht auch. Fehlteile hatte ich gar keine. Hat alles gepasst. Ich habe ein paar wenige Teile übrig. Einmal eins Brick in Weiß, einmal eins Brick in Ten und ich glaube eine braune Noppe. Das war's. Die anderen Steine, die ich hier übrig habe, sind deswegen übrig, weil ich ja an der Unterkonstruktion Ecksteine mit Mauerdesign eingebaut habe und das ein bisschen verschieben musste. Deswegen sind ein paar übrig. Insgesamt ein sehr, sehr schönes Set. Also alle drei Sets, Mittelalter-Sets, Wikinger-Sets, die ich jetzt gebaut habe in den letzten Wochen, sind durchweg prima gewesen. Bin sehr, sehr zufrieden. Was meint ihr zu diesem wunderbaren Set? Schreibt mir eure Meinung unten drunter. Würde mich freuen. Habt noch einen schönen Tag.
und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.